Alter! Alter! Leute! Ich fühle mich wie so ein Pizzataxi mit diesen drei Rädern, ey. Moin, die Holzlieferung. Oh, hier. Moin Moin, herzlich willkommen hier zu einem neuen Vorstellungsvideo beim Metalizer. Wir schauen uns heute den Ranch Simulator an. Der Ranch Simulator erscheint am 2. März 2021 im Early Access auf Steam. Das Gute ist, wir gründen hier so eine eigene Ranch oder wir übernehmen eine Ranch von unserem Onkel. Der ist von uns gegangen und hat uns die Ranch hinterlassen. Und wir können das Ganze, oder wir machen das Ganze nicht alleine, sondern können das im Multiplayer mit drei weiteren Freunden spielen. Ja, also vier Spieler Koop-Modus. Grundsätzlich eine sehr coole Idee, wie ich finde. Macht auch unfassbar viel Spaß. Wir haben das Ganze im Multiplayer schon mal ein bisschen getestet. Was dabei rauskam, könnt ihr jetzt anschauen. Wir haben ziemlich viel Geld auf den Kopf gehauen im Multiplayer. Deswegen sind wir jetzt hier im Singleplayer alleine. Aber schaut einfach mal rein. Ach, du meinst die prima Ballerina so, ne? Ja, genau. Das ist so die Arme nach hinten, die Beine so nach hinten, so. Fang mich. Hat das so ein bisschen was vom Carlton Dance? Wollen wir jetzt das kleine Ding? Ach, vom das kleine bauen, oder? Ja, warte, ja, okay. warte erst mal, bis die alle da sind. Warte, ich soll das Spiel beitreten. Jetzt warte auf. Es wird schon wieder hell. Alles im Dunkeln gebaut werden. Ich ja, komme, ja. Geht die Sonne auf. Pass auf. Tatsache. Die Sonne ist. Aber warte mal, es war doch gerade die Ankündigung, dass irgendjemand gekommen. Ach, da hinten, guck mal, da läuft einer! Lass uns im Anlauf mal. Ja, okay. Jetzt sind wir die Teletubbies. Also pass auf, wir haben hier schon ein bisschen was gemacht. Das sieht halt so ein bisschen kaputt aus, alles. Aber wir haben hier schon mal so ein Fahrzeug zusammengebaut. Da hinten steht ein Rasenmäher in der Garage da hinten. Oh, der fährt sogar. Der fährt sogar, ja. Das Lustige ist, ich setze mich mal drauf, weil das der sieht. Der qualmt unnatürlich viel. Der qualmt bei dir? Der steht hier in der dicken Nebelwolke. Hä? Oh, echt? Ist das nicht? Sag mal, du hast die Arme ein bisschen falsch rum, Flo, irgendwie. Fahrt ihr nicht so Rasenmäher? Doch, natürlich, klar. Wollte ich auch mal gerade festhalten, ja? Also hast du im Prinzip beide Unterarme gebrochen, um jetzt hier für deinen großen Auftritt bereit zu sein. Was passiert nur, wenn ich jetzt hier R drücke? Was ist das? Halt doch mal, du musst R gedrückt halten. Ja. What? Das ist, wenn du kannst Fahrzeuge flippen lassen. Ah. Okay, das sieht echt das witzig aus. Nur das gibt doch bestimmt eine Hupe, oder? Nein. Also die ja, mein Rasenmäher kann das nicht. Die Federungen, nicht? Die sind richtig krass. Alter Schwede. Die Maussensibilität ein bisschen runter. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist echt heftig. Ja. Wie spielt denn so? Oh Gott! Alto, Betty. Oh, du hast eine Hut überfahren. Ganz GTA. Nee. Du kannst, ey, wenn du die Leertaste drückst, dann kannst du sogar driften. Jetzt nicht das Ding an der Handbremse. Doch. Ja, sicher hat es einen. Und das Krasse ist, es gibt noch andere Fahrzeuge. Allerdings kosten die ein bisschen Geld. Aber nun, okay. Ja, okay. Aber cool. Aber cool. Kannst du das wieder ausmachen? F und dann E aussteigen. So, es geht automatisch aus, wenn ich aussteige. Ah, das ist. Ja. Ich glaube, beim Rasenmäher war es, glaube ich, auch. Genau. Den muss ich auch nochmal gerade Probe fahren. Achso. Aber ich weiß nicht, ob die Arme brechen Lampen und drauf. Ziehen die Lampen irgendwie Saft oder sowas? Nee. Strommanagement gibt's noch nicht. Nein. Gibt's noch nicht. Also, die Version, die wir jetzt quasi haben, ist wohl auch die im Early Access erscheinen wird. Die machen jetzt halt irgendwie nur Bugfixes, aber Features kommen jetzt keine mehr mit dazu. Ja, okay. Das hatten die halt irgendwie. In was befinden wir uns denn? In der Beta? Das ist dann Beta, ja. Alpha? Also, okay. es ist jetzt halt der Release-Candidate für Early Access. Also, so eine blöde Frage. Wie viele Holzstämme passen auf dieses kleine arme Auto? Genau, das habe ich auch mir gerade gefragt. Das testen wir gerade. Wir haben jetzt 4, 6, 8,
10, 12. Neigen Sie sich. Gehen wir mal davon aus, dass hier so ein 125 Kubik Motor drin ist. Normalerweise. Da geht noch einer? Ja, da geht noch was. Selbst das Lagerinventar im GTA-RP ist. Zeigt mir das alles rot an, warum? Ja, du musst irgendwie die richtige. Du musst manchmal ein bisschen nach vorne und hinten schieben auch. Okay, das ist gerade fragwürdig. Nee, wenn man da jetzt einfach draufklettert und die oben ablegt, also oben einfach fallen lässt, geht das? Das können wir mal auch mal testen. Aber. Warte. Oder würden wir aufs Dach des Hauses klettern und daneben parken? Und die einfach runterrollen lassen? Ja, läuft. Genial. Die Frage ist, du immer wieder einen auf, das ist das Problem. Die Frage ist halt, was passiert, wenn wir jetzt fahren? Warte mal. Ich fahr mal ein Stück zurück. Ja, die wackeln so ein bisschen. Ja, aber die ruckeln sich. Oh. Au! Also. Oh, die fallen raus. Also in Russland wär's, glaube ich. Wär's okay. Ja. Völlig normal. Aber mit Mausrad kann man auch noch die Rotation noch einstellen. Ja, ja. Ah, jetzt habe ich's. Okay. Ja, bleibt trotzdem alles rot. Nö, hier passt doch nichts. Warte, ich hab. Da! Jetzt habe ich einen Fleck gefunden. Aber ich. Meinst du, das kann man wirklich unbegrenzt beladen? Ja, ne? Ich weiß nicht. Also, so viele Stellen, wie jetzt rot waren bei mir, würde ich behaupten, irgendwann ist wirklich Schluss. Nee, ich glaube, irgendwann ist Schluss. Ach. Also, alleine wegen der Höhe, dass du dann halt einfach nichts mehr findest, wo du das draufklicken kannst. Wieso? Ich kann doch hier noch. Oder? Hier in der Seite passt noch was ran. Ja, wenn von oben noch funktioniert? Ja, von der Seite geht auch noch. Da war jetzt auch noch. Wie festgeklebt mit Uhu. Ja, das ist wie Tetris hier. Also im Landwirtschaftssimulator war es schwerer, irgendwie Baumstämme zu verladen. Ja, allerdings. Also das ist da echt ein Kinderspiel. Ich finde hier keine Stelle mehr. Da warte hier erstmal ein paar Runden. Hier ist noch eine, da zack. Noch fallen hier. Das geht ja nicht. Ja. Der will nicht fallen. Hier ist auch noch eine. Kann ich die auch einfach abnehmen? Warte mal. Kann ich die einfach. Nee, das geht nicht. Wenn du einen Baumstamm hast, dann hast du einen. Das ist echt alles jetzt irgendwie gerade rot hier. Halt, da war was grün. Ich glaube, ihr könnt in den Seiten könnt ihr auch noch stapeln. Es ist halt eine Asset-Sammlung von der Unreal Engine halt, ne? Guck mal, hier passt auch noch was. Hier, zack. Passt. Ja, super. Das machen wir jetzt, das reizen wir jetzt aus. Ich glaube, wir können wirklich bis ins Unendliche bauen damit. Können wir hier draußen vielleicht noch was anderes bauen, dass wir hoch können? Oh. Irgendwas ist jetzt. Irgendwas stimmt. Irgendwas ist jetzt kaputt gegangen bei mir hier. Echt? Ja. Ist irgendwie auf jeden Fall. Es sind fliegende Hölzer jetzt. Guck mal. Okay. Die oben links, die beiden. Ich habe jetzt Mikado-mäßig jetzt da leider einen aus Versehen rausgezogen. Tatsache. Und die. Kann ich mehr rein, ey. Ne, und die fliegen da jetzt irgendwie rum. Hier war doch gerade noch was grün, hier. Da. Ja, da passt noch einer, den habe ich auch gesehen. einfach nur gucken, was physikalisch unmöglich ist, das passt. Ja. 15, oh, nee. 15, 18. Wie sieht es aus mit Bauen 22, hier? Ja. Was meint ihr? 26 Stück? 27 Stück? Ich würde sagen, so 32 sind es bestimmt schon. Ich finde jetzt nichts. Ah, Moment. Nee, ich finde nichts mehr Grünes. Echt nicht? Gib mal her, komm mal her. Lass mal mein Papa machen. Danke. Bitte. Mensch, du musst doch futtern. Komm her, ja, genau, wir können den Hühnerstall gleich mal bauen. Wollen wir den Holz haben auf jeden Fall? Das müssen wir gleich noch zum Sägewerk fahren. Das ist ja da unten direkt. Ja, aber die nächste Quest ist ja tatsächlich halt jetzt Co-op-Build, ne? Ja. Bauen wir das Ding jetzt. Ihr habt aber kein Werkzeug dabei, ne? Doch. Nee, ich meine jetzt die nicht in. Es ist halt einfach. Also, ich habe nichts dabei. Du hast nichts dabei. Dann müsst dann Jan und Patrick, ihr müsst theoretisch. Der hat doch den Hammer, der hat doch alles dabei. Wir haben das einmal gekauft. Achso, drück mal, halt mal Tab gedrückt, Patrick. Ah. Jo. Und dann Bild, ja. So. Ich würde aber sagen, wir bauen das kleine Ding, oder? Ja. Wer macht? Hold E to Build. Ja, wer möchte? Achso. Dann mach du, Patrick. Was wollen wir bauen? Den kleinen. Small? Ja.
Aber ist okay. Es jetzt deswegen, weil es falsch zusammengebaut ist? Oder? Keine Ahnung. Ja, glaube ich. Tada. So, es ist ja schon mal ein Knaller hier. Ja. Hallo. Alter! Lol. Ich fühle mich wie so ein Pizzataxi mit diesen drei Rädern, ey. Moin, die Holzlieferung. Oh, hier. Also genau, jetzt müssen wir den Hammer in die Hand nehmen. Und jetzt kann man nämlich auch, wenn ihr mit dem Mausrad, könnt ihr auch durchscrollen, welche Häuser noch verfügbar sein werden in Zukunft. Das fand ich halt eigentlich, also wir können jetzt im Moment nur das Farmhaus für 500 bauen. Das, ja, oh, genau. Und jetzt müssen wir nämlich, jetzt kann nämlich irgendeiner ins Auto einsteigen. Also, warte mal, wir müssen erstmal das Ding hier mitnehmen, das Benzin runter, ja, zum Sägewerk. Warte mal, ich sammle kurz meine Hühner ein. Ja, genau, jetzt müssen wir nämlich immer richtig sägen hier. Also, irgendjemand nimmt jetzt das Auto und fährt runter mit zum Sägewerk und dann müssen wir die ganzen Dinge sägen und wieder aufbauen. Oh. Geil, ich komme mit. Alles klar. Ja, das wird super. Dann können wir die ganzen Bretter nämlich wieder hier drauf stapeln. Mal gucken, wie hoch das geht. Oh ja. Gibt es irgendwie eine Karte oder sowas? Mit M, ja. Oh, tatsächlich. Ah, okay. Oh, die ist ja hübsch. In welche Richtung gucken wir denn gerade? Das siehst du auch auf deinem. Gute Frage. Wo ist das andere Huhn eigentlich hin? Verdammt. Wir fahren aber mal ein Stückchen weiter zurück oder so. Ja, das ist da hinten rot, das ist der rote Punkt da vorne. Bitteschön. So. Fahr da mal weg, weil jetzt haben wir sonst ein Problem. Hier unten stapeln sich gleich die Holzbretter. Okay, dann warte mal, dann packst du dann hier hin das Auto, oder? Schön direkt in den Sägewerk fahren. Ja. Klar, Arbeitssicherheit, nein. Effektive Arbeitswege hier. Aber guckt euch die Physik an, ey. Guckt euch die Physik an. Guck mal, der schiebt das da runter. Ja. Das ist ja. Oh. Das hätte Fortnite nicht besser designen können. So, Jan, jetzt du. Steck es rein. Warte. Press. Und bitte ignoriert hier unten diesen Benzinkanister, der einfach auf dem Motor draufsteht. Ja, gut. Das muss so sein. Das ist Kirgisis der Natur. Wir können erstmal wir laden hier mal kurz die Kiste hier ab. Ja, stimmt. Zack. Oh, ein Tetris-Spieler. Ja, ich hab lange Escape from Tarkov gespielt. Da bin ich sowas gewohnt gewesen, Inventarmanagement Tetris zu spielen. Das ist. Ich glaube, meine Mutter hat damals sogar Tetris noch gespielt. Auf dem Gameboy. Ich weiß nicht mehr, aber also ich meine mich dunkel zu entsinnen, dass sie irgendwie. Ja, das war so damals das Schlimme, wenn so die Eltern den Gameboy dann herausgekommen haben, wie das Ding funktioniert und dann gesagt haben, gib mir mal den Gameboy. Ja, Mama, ich will aber. Nein, du gehst jetzt ins Bett. Ja, und heute erkennen die Kinder, wie du bei. Ja. Ja, keine Ahnung. Alles. Sie erklären dir alles. Ja. Deswegen möchte ich keine. Ich möchte einfach weiterhin das Gefühl haben, einfach dumm zu sein. Ja, ein schönes, beruhigendes Gefühl. Ja. Hey, hier war doch gerade grün. Warte. Ich hab doch hier gerade. Hier war doch gerade grün. Da war definitiv eine grüne 4. So, zack. Oh, die beiden noch und dann sind wir durch. Am Start, ne? Oh, ich hab oh Gott, jemand hat geschossen. Geil. So, Leute, wo seid ihr? Hier. Alter! Ja, ich was. Kann man sich gegenseitig? Probier es nicht. Was? Natürlich probier es. Nee, Friendly Fire, oder? Ja! Oh, lol! Lol, wir haben Marco getötet. Hol mich mal bitte wieder hoch. Ihr Schweine! Ich weiß nicht, wie das geht. Mit A. Einfach angucken und E drücken. Oh, lol, man kann sich. Oh! Entschuldigung. Entschuldigung, da ist mir die Flinte ausgerutscht. Wie kann ich nicht. Ah, hier, Revive. Die ist mir durch dein Gesicht. Können wir jetzt vielleicht mal aufhören, ja? Ich fahr jetzt einfach weg hier. Warte mal. Oh, ich hab das Huhn gefunden. Oh, nice. So cool. Wo war's? Es stand in dem oberen Rasenmäher. In dieser garagenmäßig Ding oder sowas. Okay. Wie ist es denn da hingekommen? Offenbar ist es gelaufen. Da habe ich doch extra alle Füße abgeschnitten, ey. So, warte, mach mal auf. Mach mal auf. So, was mache ich jetzt hier? Einfach Release?
Ja. Reinkicken, ja. Das Vieh. Also, warte mal, holt rechts, rechts, genau, ja. Boah. Und jetzt kann man es zumachen und dann gibt es über die... Ist hier Nerd. Die haben auch Anzeigen über ihren Köpfen. Was sie brauchen, ne? Ja, was sie, genau, was sie brauchen und... Ich glaube, man kann hier nämlich diesen Wassereimer, den wir hier haben... Ja, über den Kopf. Aber das ist jetzt natürlich doof, weil man kann jetzt von diesem anderen Hühnchen das nur schlecht einsehen. Weil man das jetzt so ja. in dem Ding ja. nicht so gut jetzt anpingen kann. Aber gut, es funktioniert, aber brauchen so ein bisschen. Wenn du einfach, wenn du ganz nah an dem Gerät hier stehst, siehst du beide direkt. Ja. Also okay. Einfach so. Ah ja, genau. Ja. Und hier haben wir noch, ich habe so ein Fütterungssystem jetzt noch reingebastelt. Ah, so nice. Aber ich weiß allerdings nicht. Und ihr müsst aufpassen, wenn da ein Ei liegt und ihr nehmt das. Und die Hände ist daneben. Oh. Dann greift ihr dich an. Dafür haben wir ja nicht Rotblende. Notwehr. 300 Schuss Notwehr. Automatisch. Muss man jetzt hier irgendwas beachten oder sonstigen Klimbim? Weil irgendwie, wir haben jetzt. Ah. Nee, irgendwer hat jetzt hier ein Haus ausgewählt, keine Ahnung. Ja, du nimmst jetzt die Holzbalken und gehst einfach da, wo es blau ist und aha. drückst dann E. Oh, okay. Ja, das ist achso. mal. Oh, da machen zwei Bretter aber ganz schön viel her, ne? Aber ja. wirklich. Ja, dann musst du aufpassen. Warte dann mal bis zum letzten. Ich mal hier raus, ey! Bis zum letzten was? Beim letzten Brett müsst ihr dann mal gucken, sobald dann das letzte Brett gesetzt ist, ist dann urplötzlich das komplette Haus da mit sämtlicher Einrichtung. Echt? Okay. Nice. Ja. Okay. Mit Fernsehen. Und jetzt hier kann man jetzt einen schönen speichern jetzt. Das sieht aber, also das ist ein schönes Haus geworden hier. Ja. Auch wenn ich jetzt... Alles aus Holz. Auch die Waschmaschine. Und vor allem die Sessel und so weiter. Alles aus Holz. Ja. Das hat mein Leben komplett verändert jetzt gerade. Ich werde jetzt nur noch, ich gehe jetzt im Baumarkt und kaufe mir Holz. Ja, und dann sagt er ihr, was läuft hier falsch? Ja. Wo ist mein Fernseher? Ja. Hier oben auch ein schöner runder Holzteppich. Angenehm. Und diese Holzantenne? Oh, wir haben sogar Licht. Ich hoffe, wir haben keine Holzwürmer hier. Kann man Licht auch anmachen? Moment. Ja, sicher. Oh. Okay, die Glühbirne überzeugt mich aber nicht so wirklich, ne? Ein bisschen, open world build. Oh, hier ist eine Kuh, die hier steht. Say what? Ja, hier steht eine kleine Mini-Kuh hier. Ach, die da. Kann man die nehmen? Ja. Ist da gerade nicht mehr auf Klo? Ah, hier ist unsere Welt. Ah, lol, hier ist eine Toilette. Ich hab nur mal geguckt, Mensch. Oh. Okay, ich hab aufs Klo geguckt. Was macht ihr denn beide hier? Ah, guck mal. Ah, was ist das denn? Ah. Soll ich mal die Tür zumachen? Oh Gott, lass mich raus. Jetzt so ausblickstechnisch, was wird da jetzt noch so kommen? Also... Weil, ich meine, ich finde das Grundspiel, sag ich mal so, ich finde es ist cool, aber so ein bisschen so, für mich wäre das halt jetzt einfach irgendwie so, ja, okay, was kommt jetzt halt danach, weißt du? Also es ist so, ich kann jetzt halt irgendwie Holz, also ich mache aus Bäumen, mache ich am Ende halt so eine Holzbretter und daraus kriege ich halt irgendwie ganze Häuser gebaut. Ja, ja, wir können jetzt zum Beispiel noch, wenn wir jetzt, also hier können wir noch, genau, hier ist dieser große Chicken. Hier kann man auch noch irgendwas bauen. Also man kann halt, wie heißt das, wie ist der Titel vom Spiel im Moment? Das ist so ein Sandbox-Dingsbums. Der realistische Multiplayer, Mehrspieler-Landwirtschafts- und Ranch-Sandkasten anbauen, ernten, jagen und Aufbau. Also, ja. Wollen wir hier mal dieses Premium-Chicken-Dingsbums einfach mal hinzimmern? Wir haben genug Geld sogar, ne? Ja, ach, hier kann man die Scheune bauen auch. Ja, dann lass uns doch mal. Ja, was wollen wir jetzt machen? Hier kannst du so ein großes Premium, also entweder Big Chicken Coop oder das. Ich würde einfach mal das Premium-Teil dahin zimmern. Ja, oder wenn man halt. Oder wenn man halt die Bahn hier, ne? Da muss aber. Die kannst du erst bauen, wenn der ganze andere Kram, glaube ich, abgerissen ist, oder? Ja. Also, wir können für. Also, entweder bauen wir halt diesen Premium-Ding oder wir machen halt diese Barn hier. Ich glaube, mit der Barn können wir eh noch nichts machen, glaube ich. Keine Ahnung. Theoretisch können wir das hier aber schon mal. Aber die Bahn können wir trotzdem aber sinnvoller jetzt hinpacken, ja, stimmt. Als jetzt irgendwie so eine Premium-Chicken-Variante für diese zwei Hähnchen, die wir haben. Bestimmt, ja. Das war die erste Folge vom Ranch Simulator hier beim Metalizer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr vom Ranch Simulator sehen möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und ich bin auch auf eure Meinung gespannt. Also was haltet ihr vom Ranch Simulator? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank auch an die Mitspieler. Euer Metalizer.